Einen schönen guten Tag. Es ist Freitag. Wir haben 16.56 Uhr. Und ich bin hier in Essen-Kettwig. Hier ist ein Lidl. Und auf den Parkplätzen hier kann man nur 60 Minuten frei parken. Und wir haben jetzt auf vielen Supermärkten hier in der Gegend Kameras installiert, die das Kennzeichen erfassen, die Ankunftszeit erfassen. Und ich weiß nicht, ob mir 60 Minuten reichen für einen Lauf in Kettwig. Ich muss ja erstmal da hinlaufen, da ein bisschen rumlaufen, da wieder zurücklaufen. Dann habe ich das so ein bisschen anders gelöst. Gehen wir mal hier schnell über die Straße. Und hier auch wieder über die Straße. Hier bin auf jeden Fall ich. Ich sage euch guten Tag. Und ich freue mich, wenn ihr heute mitkommt. Hi, ich hoffe, es geht euch gut. Zack. Habe ich gesagt, dass wir 25 Grad haben? Ich frage mich da drüben, da ist so ein kleiner Getränkemarkt. Ich frage mich, wie der sich halten kann. Der ist schon ewig da, ne? Ich weiß gar nicht, hat er einen eigenen Parkplatz? Hier an der Straße kann man auf jeden Fall nicht parken. Da ist auch kein Parkschild. Und dann ist es überhaupt schwer, hier in Kettwig irgendwo einen Parkplatz zu bekommen. Und dann, nicht einfach. Ich hatte mir vorgenommen, Kettwig mal an einem schönen Sommernachmittag zu besuchen. Das setzt man jetzt in die Tat um. Und obwohl die Wettervorhersage blauen Himmel wolkenfrei versprochen hat, sind doch eine Menge Wolken unterwegs, aber es ist jetzt Sommer. Das ist mein erstes offizielles Sommervideo und wir haben ja 25 Grad und genau die machen ja auch einen Sommertag aus. 25 Grad. Aber da sind ja die Grenzen auch fließend. Und wir hatten ja im Frühling auch schon echt wunderbare Tage. Und ich wollte heute unbedingt hier vor der Brücke parken. Und wenn man einmal über die Brücke drüber ist, dann ist man auch wieder echt weit ab vom Schuss. Und ich hatte ja mal einen Lauf angefangen vom alten Bahnhof, weil das ja immer noch im Bahnhof ist, S-Bahn-Bahnhof. Und dann dachte mir, dann laufe ich heute mal von hier aus, ob man nicht immer den gleichen Weg hat. Und das ist sowieso ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt in den letzten Tagen, in der letzten Zeit. Weil ich denke, Mensch, Essen, so groß ist es dann auch nicht.
Und ich habe mir jetzt ja auch nicht auf die Fahnen geschrieben, jede einzelne Straße abzulaufen, die es da so gibt. Das muss ja immer noch irgendwie irgendwas wegziehen. Also was Schönes, irgendwas, was ich meine, was okay ist. Und zeigen kann, wo ich selber gerne rumlaufe, was toll ist, wenn man das guckt. Muss ja auch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Und wenn ich jetzt nur so durch irgendwelche Viertel laufe, nur um die abzuhaken, dann kann das nicht sein. Hier haben wir einen schönen Blick schon mal auf Kettwig. Jetzt habe ich ja das große Glück, dass viele von euch super nett sind und immer wieder gern einschalten, wenn ich ein Video hochlade. Obwohl viele von euch, die das tun, auch schon so lange auf meinem Kanal sind. Und ich mir denke, mein Gott, wie oft waren wir jetzt in Kettwig, in Altenessen oder in Werden? Das kann man ja schon gar nicht mehr zählen. Überspitzt gesagt. Die da oben haben einen guten Blick, ne? Und ich hatte mal irgendwann gesagt, das ist die so eine Reha-Klinik, aber das ist gar nicht so. Das sind Privatwohnungen, Häuser, wie auch immer. Sieht aus wie Wohnungen. Die haben sich da oben echt gut hingesetzt, ne? Toller Blick. Sieht so aus, als würde da der ein oder andere Baum fehlen. Und wenn er mich fragt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, hier, das ist ein wunderschönes Bild. Das kann man gar nicht lange genug zeigen, finde ich. Und das ist auch so eine Sache von mir. Das ist mir jetzt klar geworden. Man arbeitet ja ständig an sich. Also ich zumindest an mir. Dass ich manchmal viel zu husch-husch bin und dann, ja, ich bin da und lauf vorbei und zong, bin ich schon wieder woanders und ein kurzer Schwenk und ich hab's ja gesehen, alle bestimmt. Ja, ich muss auch langsam sein, innehalten können, dass man dann auch mal in sich aufnehmen kann. Ne? Die andere Seite, die klemme ich mir jetzt. Vielleicht komme ich ja nachher hier wieder zurück. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Falls ich nachher nicht zurückkommen sollte hier und dieses Panorama zeigen kann, können wir das jetzt von hier aus mal so ein bisschen sehen. Fahren zwar immer wieder Fahrzeuge durchs Bild, aber hier geht es Richtung Rhein im Endeffekt. Oh, da fährt ein Zug über die Brücke. Kann man sie da hinten noch erwischen? Zwischen den Bäumen so ein bisschen, ne? Wer jetzt den großen Bildschirm hat, sieht das wahrscheinlich. Hier ist die Schleusenanlage. Für die Personenschifffahrt, Privatboote. Denn sonst ist die Ruhr ja schifffahrtsmäßig nicht mehr industriell genutzt. Da hinten ist noch so ein schwimmendes Restaurant, Tethys. Guck mal, der Zoom so hergeht, mehr gibt er nicht her in der Auflösung.
Das ist auch schon ewig und 3 Tage mindestens an dieser Stelle. Ja, und hier die Promenade mit den Palmen, die ist ja auch ganz schön gemacht, finde ich. Also man sieht die jetzt. Ist ziemlich warm in der Sonne. Kein Sonnenschutz drauf. Ich mag das Geschmiere nicht. Und vor allen Dingen ist es auch super schwer, irgendwas zu kriegen, was echt okay ist. Ja, Klingeln hilft von hinten, sage ich nur. Achtung, Achtung, immerhin. Das ist ja hier ein kombinierter Weg. Fußgänger und Radfahrer. Also nicht, dass ihr glaubt, ich bin jetzt hier auf so einer Fahrradautobahn. Aber es ist ja noch mal gut gegangen. Ja, dann haben wir den Blick doch jetzt von hier, das ist doch auch nicht schlecht. Der Blick von hier. Die Ruhe in Essen-Kettwig, wunderbar. Und gestern hat es ja unglaublich geregnet hier bei uns, den ganzen Tag lang. Und wahrscheinlich ist jetzt hier ein bisschen mehr Wasser als sonst. Das strömt da ganz schön runter, da kann man noch gut den Höhenunterschied sehen. Kriegen wir das noch ein bisschen besser hin. Auch eine ziemlich hohe Fließgeschwindigkeit, dass da ein Wasser runterkommt. Ja, hier kann man gut spazieren gehen, an der Ruhr lang. Da sind auch Bänke überall, wo man sich hinsetzen kann. Da steht drauf, denk an Berlin, denk an Mitteldeutschland. Habe ich da drauf? Ja. Aber warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Berlin würde ich auch mal gerne filmen. Vielleicht sollte ich einfach mal ein paar Tage nach Berlin fahren, statt nach Toronto zu fliegen. Das ist sowieso völlig illusorisch. So, dann gucken wir uns jetzt mal das Panorama an. Als ich letztens mal hier war, war ja alles zu. Geschlossen. Ich hole mal mein Handy raus. Mach mal die Kamera an. Ich muss jetzt mal hier so ein bisschen. Mal tauschen. Mal gucken. Das gibt auch bestimmt hier ein gutes Thumbnail. So. Und jetzt haben die beiden auf jeden Fall wieder auf hier, die beiden Cafés und
Da ist ein bisschen was los. Turbinenhaus der Familie, der Firma Schalt. 1786 wurde die Brücke über den Mühlengraben, einem Nebenarm der Ruhr, unter dem Werdener Abt Bernhard Bierbaum, von dessen Baumeister Engelbert Kleinhans aus Ruhrsandstein errichtet. 1786. Und wieder ist Werden, ne? Im Spiel. Ich sag ja, das mächtige Werden. Wer weiß, was Werden heute noch so drauf hat. Ja. 1786, das ist schon eine Zeit her. Hier geht's in dieses wunderschöne Café rein. Lavendel im Brückencafé, toll. Und auch hier werden Pakete ausgefahren. Hier ist die Villa K. Stehen echt schöne Häuser. Man ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Aber es ist immer wieder schön, ne? Kleine Gänge, die hier reingehen. Perfumehaus.de. Also für mich ist das fast so ein bisschen Urlaub, wenn ich hier bin. Man ist sofort in einer anderen Welt. Tipptopp, Kinder- und Jugendmode. Läuft wieder, wahrscheinlich auch schon länger, aber für uns jetzt mal ein Wasservorhang. Laufen wir hier hoch, laufen wir hier lang, wir laufen einfach mal hier lang. Hier kann man nochmal dieses renovierte ehemalige Fabrikhaus sehen, in dem sich jetzt mit Sicherheit Eigentumswohnungen befinden werden.
hast. Was für eine tolle, friedliche Stimmung hier ist, ne? Sich die Flugzeuge wegdenken. So schlimm finde ich die jetzt auch nicht. Ja, dann laufen wir hier einfach mal. Nehmen dieses Bild hier auf. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, und ich merke, die Kamera in meiner Hand schon wieder leicht warm wird. Die gibt wahrscheinlich wieder alles. Münzenbergplatz. Die katholische Pfarrgemeinde St. Peter. Wir tauchen jetzt gleich ein in die Hauptgeschäftsstraße von Essen-Kettwig und mal gucken, ob die belebt ist. Auf jeden Fall bin ich ja zu einer Zeit hier, wo die Geschäfte noch aufhaben. War ja nicht immer der Fall, wenn ich hier war. Ja. Manche von den Restaurants, Gaststätten, wie auch immer, sind zu. Aber wahrscheinlich machen die erst später auf, dass die so ein Mittagsgeschäft haben und dann nochmal irgendwie ab 18 Uhr wieder aufmachen oder so. Weil die werden ja in Sicherheit nicht dicht haben in dem Sinne. Ja, weil es heute doch so ein windiger Tag war oder ist, habe ich mal wieder mein gutes altes Mono-Mikrofon dran. Das war mir heute in Stereo ein bisschen zu unübersichtlich, obwohl das ist ja so windgeschützt. Aber sei es drum, der Sound ist auch okay. Wahrscheinlich mache ich mir da eh immer viel zu viele Gedanken. Da müsste ich auch mal so ein bisschen an mir arbeiten. Dass ich auch einfach mal ein bisschen easy going mache. Weil manchmal ist es auch nicht gut, wenn man zu viel nachdenkt. Ich habe neulich zum Beispiel mal so eine Zeit gehabt, da habe ich angefangen ständig, weil ich früher nie gemacht habe, zu gucken, ja, wie viele Abonnenten
wie viele Abos habe ich denn? Wie sind denn die Aufrufzahlen? Wie viele Likes? Wie viele Dislikes? Was ist denn da los? Und blablabla. Das habe ich früher nie gemacht. Ne? Da habe ich mal so, das habe ich beiläufig irgendwie mitgekriegt, so, sagen wir mal. Aber das hatte keinerlei Priorität, Bewandtnis, hat nichts in mir ausgelöst. Weil da wollte ich filmen, filmen, filmen. Das war alles, was mich interessiert hat. Filmen. Raus, filmen. Mist, ich muss arbeiten, ich kann nicht. Ich will doch filmen. Hier haben wir die evangelische Kirche. Ich vermute mal, die ist auch zu. Wird keine offene Kirche sein. Wir können dann ja noch mal gucken. Ja. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich total verkrampft wurde, weil ich da ständig auf meine Zahlen geschielt habe. Und dann musste ich mich wieder richtig bremsen und sagen, Mann, das ist doch völlig egal. Das hat doch mit mir gar nichts zu tun. Ob ich 1300 Abonnenten habe oder 1200 oder 800 oder 1400, das ist doch egal. Seitdem, als ich das realisiert habe, was ich da eigentlich mache, habe ich da wieder mit aufgehört. Jetzt geht es mir wieder besser. Kirchhöfner Ring. Dann zeige ich euch den auch mal am besten. Ne? Hier wird der Ursprung von Kettwig vermutet. Ein Vorgängerbau der Kirche war wohl um 800 die Eigenkirche eines fränkischen Herrn, dessen Hof von Kettwig in idealer Lage am Hang über der Ruhr lag und später zum Stammhaus der Familie Scheid wurde. Um das Jahrtausend ging der Hof in den Besitz der Abtei Werden über. Da kann man mal wieder sehen. Werden. Ich will euch das nicht alles jetzt vorlesen. Hier werden die einzelnen Häuser hier beschrieben. Hat man schon Geschichte. Hier die Treppe werden wir ja hochgekommen. Können wir einmal noch mitnehmen, wo wir gerade hier sind. Dann gehe ich die einfach mal wieder runter. Ich höre da unten schon den Brunnen, wo wir gerade waren. So wenigstens bis hierhin. Dann haben wir dieses Bild hier auch mal. Diese Gasse ist ja echt toll. Ein Biergarten. Die Kirche. Können wir auch noch mal gucken. Tourispot. Aussichtspunkt. Kann man zwar weit gucken, aber so richtig sieht man auch nichts. Man sieht hier unten den Biergarten. Der ist ja schön im Schatten, der ist toll. Der ist ja mal gut. Was hängen denn da alles für Plaketten dran? QR-Code, Denkmal, gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Das sieht mir verschlossen aus. Nicht offen. Ich kann ja mal an der Tür rütteln.
alles zu. So eine offene Kirche finde ich schon toll. Aber das sieht alles auch schon so verlassen aus. Da ist schon irgendwo ein Schild, offene Kirche. Da würde ich ja wenn auch unbedingt da dran machen, damit man sieht, Mensch, da kann ich rein. Evangelische Kirchengemeinde ist ein Ding, ne? So eine schöne große Kirche und die ist von innen echt total toll. Da war ich öfter drin. So Weihnachten haben die immer irgendwelche Live-Musik da drin, so Bläser und so. Das ist schon ein Erlebnis. Und mittlerweile gehe ich nicht mehr in Kirchen. Zeit ist irgendwie vorbei. Ich war ja immer sonst Weihnachten, aber ich habe mir gedacht, wenn ich nur Weihnachten gehe, das ist es ja auch nicht. Evangelische Kirche am Markt. So sieht das innen drin aus. Ich hoffe, dass die Orgel, da ist noch was zu sehen. Taufbecken vielleicht. Kirche am Markt. Vor 1609 hieß die St. Petrus. Der Turm ist der älteste Teil, datiert in das frühe 13. Jahrhundert. Das ist auch schon eine Zeit, ne? Wahrscheinlich für Pilger. Ein Gasthaus und Spital als Station auf dem Weg nach Santiago de Compostela in Spanien zum Grab des Apostel Jakobus. Und dann Plünderungen und Brandschatzungen im 16. und 17. Jahrhundert. Ach hey, ich will halt nicht alles vorlesen. Der Mensch ist irgendwie merkwürdig. Da ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Anfang September 1889 wurde das feierlich enthüllt. Wilhelm, dem Siegreichen und seinen Helden, meine Güte. Tja, irgendwie sind wir für die Gastronomie wieder zu früh. Ist so ein bisschen auf, so ein mini bisschen Betrieb, aber das kommt erst wieder später. Dann sind die Geschäfte wieder zu. Und ich kann jetzt ja auch nicht beurteilen, wie viel hier so normalerweise los ist oder auch nicht. Also so oft bin ich dann ja auch nicht hier. Da drüben ist noch so ein kleiner Brunnen für Kinder. Ich will da jetzt nicht zu nah filmen. Kleines Plätscherding, aber für so ein Kind. Was will denn so ein Kind mehr? Wasser. Ein bisschen fließendes Wasser. Und ein Kind ist glücklich. Ja, die sind auch nicht schlecht, die Häuser hier. Und wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen Touri-mäßig unterwegs sind,
Nehmen wir mal einen kurzen Blick mit. Gucken uns das Rathaus an. Auch ein schönes Bild. Da drüben habe ich ein bisschen mehr Schatten. Was sagt denn hier unsere Uhr? Wie viel haben wir denn drauf? 36, wenn ich das richtig lesen kann. Mit alten Augen. Ja, 36 ist so eine gute Zeit. Da machen wir jetzt keinen Gewaltmarsch. Ich hatte noch überlegt, ob ich zum alten Bahnhof laufe. Aber muss auch nicht sein. Da laufen wir einfach hier wieder die andere Runde durch die Altstadt. Sabine und Philipp. Event- und Mietgastronomie. Auch ein altes Haus. Da gibt es echt viele. Ich war sogar drauf und dran, heute einen unangekündigten Livestream zu machen mit dem Roller. Habe ich dann aber wieder verworfen, vor allen Dingen, weil es mir zu windig war. Ja, merkt man hier gar nicht, aber es ist wahrscheinlich alles windgeschützt. Mir ist völlig klar, unangekündigter Livestream, da werde ich relativ wenig Zuschauer haben. Aber das ist auch immer so eine Sache für mich, mich so festzulegen zu einer bestimmten Uhrzeit und kann ich dann da und wie ist das Wetter und alles, das ist auch nicht immer easy. Und das ist eigentlich noch so ein Ziel von mir, so ein Ding, was ich machen möchte. Vielleicht möchte ich das mal ausprobieren, wie das so ist. Dass wenn ich Bock habe, Zeit habe, das Wetter jetzt gut ist, dass ich dann sage, hey, ich feuer jetzt einfach mal einen Livestream ab. Und wer möchte, kann live dabei sein. Alle anderen können dann im Nachhinein gucken,
Weil ich sehe, wenn ich meine Videos raushaue, sind ja immer welche, die relativ sofort aufspringen. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, jetzt im Sommer. Das hatte ich mir immer mal fest vorgenommen. Und das hat ja unheimlich lange gedauert, von der technischen Seite, bis ich das alles jetzt im Griff hatte oder habe. Und ehe ich erstmal die 1000 Abonnenten hatte, das hat ja auch total lange gedauert, um das überhaupt zu machen. Und manche sagen, mit so einer Streaming-Software braucht man die 1000 gar nicht, ne? Da kann man auch früher anfangen. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist, wie es ist. Und jetzt geht's auf jeden Fall. Wann immer ich möchte. Die Ruhrbrücken. So Brücken, ich sehe eigentlich nur eine Brücke. 1282 wird hier das erste Mal urkundlich erwähnt. Aber in Höhe der heutigen Eisenbahnbrücke, das war, das ist dahinter, wo jetzt der Baum davor ist, so ein ganzes Stück, wo vorhin ganz irgendwie noch die S-Bahn zu sehen war. Naja, ich habe das auch. Das ist auch eine Geschichte für sich, finde ich. Ich bin jetzt nicht so der Faktenversessene. Ich habe heute schon viel zu viel davon rausgehauen. Ja, hier merkt man den Wind wieder sehr. Da hinten ist die. Und das macht ja auch mehr Sinn, weil das ist wesentlich kürzer zu überbrücken als hier. Aber vielleicht war das hier auch früher nicht so aufgestaut wie jetzt. Und das war hier genauso breit. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, jetzt sehen wir noch mal den herrlichen Blick auf jeden Fall von hier aus. Das ist auch nicht verkehrt, auch wenn wir gerade unten schon mal gestanden haben. Aber jetzt noch mal von oben, vielleicht hier noch mit dem glitzernden Wasser. Schöne Sommerimpressionen aus Essen-Kettwig. Vögel fliegen durchs Bild. Herrlich im Flug. Wenn ich mal wiedergeboren werden sollte, würde ich gerne ein Vogel werden. Das würde mir auch gefallen. Und ich hoffe, ich werde kein Raubvogel. Das würde mir nicht gefallen. Boah, habt ihr das gesehen? Da ist einer ins Wasser geplatscht. Was war das denn? Oder ist da ein Fisch aus dem Wasser gehüpft und wieder rein? Also irgendwas ist da ins Wasser gefallen. Aber so richtig mit Schmackes. Kommt auch gar nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufgenommen hat. Keine Ahnung, was das war. Wie auch immer. Da sehen wir Kettwig. Und da stelle ich mich jetzt einfach mal so, dass wir das vielleicht im Hintergrund mal drauf kriegen. Und ich sage danke, dass ihr mitgekommen seid, dass ihr das Video guckt. Danke an alle Abonnenten, an alle, die nette Kommentare schreiben. Ich freue mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Und wer Lust hat, ein Abo dazulassen, gerne. Wer Lust hat, mit einem Super Thanks Danke zu sagen, sehr gerne. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.